Nur eine kann Germany's Next Topmodel werden und nur eine kann auf das Cover der deutschen Harper's Bazaar. In der gestrigen Folge Germany's Next Topmodel war Kerstin Schneider, Chefredakteurin der deutschen Harper's Bazaar, zu Gast. Und ja, das, was Heidi und auch Len hier schon geschafft haben, sie haben nämlich im April 2022 das Harper's Bazaar Cover geziert, das wollen auch die Mädels. Am Ende will natürlich jeder auf das Cover, bedeutet auch, man gewinnt Germany's Next Topmodel und bekommt eine ganz schöne Gewinnsumme. Das Setting war in der Wüste, es war ein Alien-slash-Astronaut mit am Start und die sieben Mädels, die ums Halbfinale kämpfen im Prinzip, hatten alle unterschiedliche Designerklamotten an. Den Anfang hat Noella gemacht in einem wunderschönen bunten Kleid. Ich fand, sie sah wirklich traumhaft aus, hat den Astronauten, den Alien, sehr, sehr gut in Szene gesetzt, hat es ein bisschen spielerischer gemacht. So ein bisschen eine andere Art wie sonst hat sie sich auch von den anderen sehr gut abgehoben, hat da ordentlich vorgelegt. Wer mich auch überrascht hat, war Luca. Ich fand, sie sah super natürlich aus. Kann man auch ein bisschen vergleichen mit Martina. Es hieß ja immer, ja, man hat irgendwie bei Martina das Gefühl, wir sind in Griechenland im Sommerurlaub. In ihrem blauen Designerkleid sah das auch wirklich toll aus. Luan, ihre Tochter, hat auch abgeliefert. Sie hatte so ein bisschen, ich fand am Anfang ein schwieriges Kleid. Es war sehr, sehr lang und sehr, sehr weit. Aber ich finde, das hat zum Thema Wüste perfekt gepasst. Und sie ist einfach unglaublich fotogen. Ich muss sagen, ich habe immer wieder den ein oder anderen Madonna-Moment bei ihr. Wer mich nicht so überzeugt hat, war tatsächlich Vivian. Ich fand, sie sah super aus, wirklich wie so eine Glamour-Lady. Aber irgendwie war da so ein bisschen so, ja, dann gehe ich jetzt mal. Und sie sollte ja eigentlich dem Astronauten so ein bisschen das schönste Lächeln zeigen. Und das muss ich sagen, hat sie für mich nicht ganz erfüllt. Wer mich natürlich mal wieder überrascht hat und auch für ein paar Lacher gesorgt hat, war Lieselotte, unsere Lieblings-66-Jährige, die am Start ist. Und sie sah wirklich aus, ja, als wäre sie gerade von den Oscars gekommen, in einem blauen, lila Glitzerkleid. Hat sie auch wieder sehr cool, sehr, sehr lässig gemacht. Wir erinnern uns, letzte Woche war das Tennis-Shooting mit Thomas Hajo. Und auch da war sie sehr, sehr cool, sehr agil, hat mit den Beinen irgendwie gearbeitet. Und auch gestern, muss ich sagen, in der Wüste, Chapeau, Lieselotte, richtig gut abgeliefert. Anita hat mal wieder ein bisschen rumgemosert. Sie hat gesagt, ja, sie hat ein sehr, sehr schwieriges Kleid mit ein bisschen mit einer Schleppe und ein bisschen hier und da mit Blümchen. Ich muss sagen, es hat toll ausgesehen an ihr. Sie hat abgeliefert, auch ein wunderschönes Foto, was ein Cover werden könnte. Challenge Nummer 2 war in der Villa. Es ging darum, dass die Mädels sich gegenseitig selbst fotografieren und Autogrammkarten machen. Da muss ich sagen, Pluspunkte für Anita, die ja sonst so ein bisschen auf sich zentriert ist. Die hat das Ganze so ein bisschen in die Hand genommen, hat sich den Fotografinnenhut aufgesetzt und hat die Mädels alle nacheinander fotografiert. Da kamen wirklich tolle Sachen raus. Was mir gut gefallen hat, das Foto von Noella. Sie nimmt da in so einer kleinen Halbwand im Pool Platz, in einem bunten Strickkleid. Sieht mega aus, aber auch eine Luan, die wirklich sehr, sehr ausdrucksstark vor einer weißen Wand posiert hat. Richtig gut abgeliefert und ich kann mir vorstellen, dass die Mädels sich sehr, sehr freuen, die Autogrammkarten ganz bald an ihre Fans zu verteilen. Challenge Nummer 3 war der Walk und der hatte es echt in sich. Ja, es war natürlich wieder eine Überraschung. Superstar Ava Max war nämlich Gastjurorin. Zuvor kam ihre Chefchoreografin in die Villa und hat mit den Mädels geübt. Und da muss ich sagen, da hätte ich von Vivi auch ein bisschen mehr Leichtigkeit erwartet. Wir wissen ja, sie hat früher Ballett getanzt. Klar, ist natürlich eine ganz andere Tanzrichtung. Aber da hat man schon gemerkt, auch die Hitze und auch irgendwie der Stress und der Druck machen die Mädels ganz schön zu schaffen. Wer richtig abgeliefert hat, war Luca. Mega. Also wirklich ein toller Hüftschwung. Sie hatte die Choreografie, glaube ich, als erste auch drauf. Das fand ich mega gut. Ja, im Walk war es dann so, dass die Mädels super sexy Klamotten anhatten und dann zuerst tanzen mussten, bevor sie dann den Laufsteg entlang gegangen sind. Und ich finde, das haben wirklich alle richtig gut gemacht. Luca gerade schon erwähnt, die hat wirklich abgeliefert. Da saß wirklich jede Bewegung bis in die kleinste Faser des Körpers. Das war mega gut. Martina und Lieselotte haben das Ganze so ein bisschen spielerischer gemacht. Sie sind ja auch die zwei ältesten Kandidatinnen. Martina hat so was Elegantes, 90er-Jahre-mäßiges. Ich finde auch, sie bewegt sich sehr, sehr toll, sehr, sehr elegant. Und es ist auch wirklich so ein Ticken Persönlichkeit, was Heidi ja auch immer gerne hat. Lieselotte ist natürlich nicht mehr ganz so beweglich, aber hey, mit 66, well done. Noella und Anita, fand ich, haben ziemlich solide eigentlich abgeliefert. Noella war sogar noch hier mal ein bisschen sexy, hat hier mal gelacht und so. Bei Anita hat man gemerkt, sie ist sehr, sehr angespannt, das hat mir gefehlt. Aber da war natürlich das Covershoot sehr, sehr gut.
Bei Vivi allerdings, unserer Tänzerin, war es so, dass ich gedacht hätte, da kommt sie einfach mit ein bisschen mehr Leichtigkeit auf die Bühne. Und genau die hat am Ende gefehlt. Die Choreo hat mega gesessen, aber sie war einfach wirklich ein bisschen steif. Meckern auf hohem Niveau. Und beim Covershoot war sie die Einzige, die nicht so viele Facetten von sich angeboten hat. Am Ende ist auch genau sie diejenige, die rausfliegt. Und 6 Mädels dürfen ins Halbfinale. Es steht natürlich immer noch nicht fest, wer auf das Cover kommt. Das wird im großen Finale Ende Mai entschieden. Und nächste Woche gibt's was ganz Besonderes, eine Premiere. Leni Klum ist zu Gast.